Jo Leute, hier ist der Guso. Oh, klickgeiler hätte dieser Titel ja nicht werden können, oder? Ich meine, wie nötig hast du es? Ja, werden garantiert jetzt viele schreiben oder sagen oder wie auch immer. Folgende Sache ist eine wirklich wichtige Sache. Ich war heute unterwegs, Pokémon Go, war ich während der Arbeit zocken und habe sogar noch einen anderen getroffen, den ich noch nie gesehen habe. Der war ungefähr mein Alter. Hat damit angefangen und war Level 1, kam dann auf Level 2, als ich ihm da gezeigt habe, wie man Pokémon fängt und war da auch so ein bisschen begeistert von. Ziemlich geile Sache, man hat miteinander richtig viel Spaß und so weiter und so fort, man lernt neue Leute kennen. Aber ganz, 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 ganz wichtig, dieser Fakt, und jetzt merkt euch das, bitte. Teilt das Video auch gerne, wenn ihr halt wirklich auch noch im jüngeren Bereich seid. Geht nicht darum, oh hier, jetzt kriege ich jede Menge Klicks, sondern es ist wirklich eine richtig wichtige Sache. Und zwar folgendes. Ihr geht raus, habt Spaß, fangt jede Menge Pokémons und freut euch. Super toll. Aber bitte, bitte schaltet euer Gehirn ein. Und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel alleine unterwegs seid, ihr seid, sage ich jetzt einfach mal, bist 10 Jahre, 11 Jahre, 12 Jahre alt. So. Du rennst mit deinem Handy rum und willst ein paar Pokémons catchen. Vollkommen in Ordnung. Aber, wie gesagt, Kopf einschalten. Wenn ihr jetzt, sage ich jetzt mal, in eine dunkle Gasse kommt und ihr seht, oh cool, hier kann ich ein Pokémon fangen. Wie gesagt, geht da vorsichtig vor. Guckt euch wirklich einfach auch nochmal um. Und mein Tipp an euch. Geht in einer Gruppe. Was weiß ich, jeder hat einen Homie, mit dem er ein bisschen Pokémon spielen will. Trefft euch dazu. Trefft euch zum Pokémon spielen. Was weiß ich, seid in einer Gruppe, 2, 3, 4 Leute, wie auch immer. Und dann kann es losgehen. Sagt auch, klar, es hört sich komisch an. Sagt aber wirklich euren Eltern Bescheid, für die, die wirklich noch jünger sind, weil es sind ja nun mal auch Jüngere, die das einfach gucken. Sagt euren Eltern Bescheid, ey, pass auf, hier, wir gehen da und da so ein bisschen hin, spielen eine Runde Pokémon, fertig. Dann wissen eure Eltern Bescheid, alles easy, alles cool. Ist wirklich eine wichtige Sache, weil ihr rennt einfach mal, wenn ihr euer Handy anguckt, in dem Fall hier jetzt mein Arbeitshandy, mit dem ich das jetzt nicht mache, ist ein Samsung Xcover 2, was auch immer, kostet nicht viel Geld. So, das Handy, mit dem ich jetzt aber gerade aufnehme, ist ein iPhone 5S. Kostet also auch ein bisschen Steine. So, jetzt habt ihr eventuell von euren Eltern gerade ein neues Handy gesponsert bekommen. Ein iPhone 6 oder ein 6S, wie auch immer. Das kostet echt richtig Money. So, Handy wegwerfen. So, also, kostet echt richtig Kohle. So, ihr seid jetzt in irgendeiner Gasse. Irgendjemand sieht natürlich, ah gut, okay, hier gibt es Pokémons. Oder irgendwie eine Arena oder was auch immer. Und der braucht ja nur warten. Der weiß ja hundertprozentig, okay, hier kommen ein paar Leute vorbei. Weil wie viele Leute haben sich das Spiel schon geladen? Denkt mal drüber nach. Somit steigen natürlich immer mehr die Möglichkeiten, dass dort in dieser dunklen Gasse irgendwann jemand vorbeikommt, der halt nicht so viel Ahnung davon hat, beziehungsweise gar nicht weiß, wo er wirklich ist. Und dann von ihm eine kassiert. Dann hat er euer Handy und fertig. Im schlimmsten Fall ist es sogar noch so, dass irgendwie Körperverletzung oder wie auch immer im Spiel ist. Im besten Fall seid ihr einfach euer Handy los. Also wirklich einfach Köpfchen einschalten. Wie gesagt, teilt das bitte, dass das wirklich nicht zu irgendeiner Schlagzeile irgendwann mal wird, wegen Pokémon Handy geklaut oder so. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also wirklich immer im Kopf einschalten, dass ihr wisst, was los ist. Macht euch wirklich, bildet euch in Gruppen, was weiß ich, jeder hat WhatsApp und was auch immer, kann man einfach abchecken, ey, hier, wer ist heute dabei und so weiter und so fort. In der Gruppe macht es eh viel, viel, viel mehr Spaß. Das war's von mir und haut rein!